gab nach der Kampfabsage am 4. Dezember 2010 in Schwerin geredet. Eine ja, mysteriöse Magenverstimmung. Also er wähnt sich medizinisch auf der sicheren Seite, hat sich danach in Behandlung gegeben. Also das würde auch alles ein bisschen zu weit führen, das hin und her zu spekulieren. Er konnte nicht und ich denke, auch das muss einem Boxer dieser Statur zugestanden werden. Heute kann er, heute will er. Er sieht klar aus, sein Gegner auch. Albert Sosnowski, Pole, 32 Jahre alt, The Dragon nennen sie ihn. No rapid punch, no headbutts, no low blow. Okay, shake your hands. Good luck. Massimo Barovecchio wird die Unterhaltung hier in regelkonforme Bahnen lenken. Also die Europameisterschaft in der Königsklasse, dieser Sportart im Schwergewicht, eigentlich traditionell ein großes Ereignis, das hier und heute in vergleichsweise familiärem Rahmen gekämpft wird, hat mit gewissen Dissonanzen zwischen Dimitrenko und seinem Promoter zu tun. Ich will das hier auch gar nicht schlecht reden, aber im Grunde ist das weit mehr hier als nur Teil eines Rahmenprogramms für den WM-Kampf von Susi Kentekian. Aber wenn das einzige Problem ist, dann haben wir keins. Die Schlacht um Europas Krone steht hier in großen unsichtbaren Lettern über diesem Ring. Dimitrenko ist 12 cm größer mit einer 15 cm weiteren Spannweite und trotzdem muss er hier schon nehmen. Gegen Albert Sosnowski. Beide Boxer in der Normalauslage, heißt, die rechte ist die Schlaghand. Dimitrenko mit der linken fügt über einen guten Jab. Darüber kann er seine Spannweitenvorteile ausnutzen. Und von der Ringmitte aus versucht er den Kampf zu diktieren. Sosnowski macht sich klein, springt ran. Ein Boxer mit gewissen technischen Fertigkeiten und einer mit Steherqualitäten. Hat das auch bewiesen, 10 Runden durchgehalten. Gegen Klitschko in der Arena auf Schalke, Vitali Klitschko am 29. Mai 2010. Der von Sosnowski trifft, da muss Dimitrenko rausbleiben. Er muss die Distanz, er muss den Takt vorgeben. Dann und nur dann kann er seine Vorteile ausspielen. Da kommt die Linke. Sosnowski mit Kombination, rechte fliegt vorbei. Da ist richtig Bums dahinter. Sein Trainer Michael Timm, gerade von außen zweimal die Linke und dann bringt die Rechte. Also zweimal mit der Linken ärgern und dann aua. Wieder ist er nah dran. Und immer dann, wenn sie eng zusammenstehen, hat Albert Sosnowski Vorteile. Dimitrenko muss noch einen Zugang finden zu diesem Kampf. Jetzt hat er die Distanz. Jetzt kommen die 500 hier in der Halle. Letzten 10 Sekunden. Dann nimmt er eine linke, dann nimmt er eine rechte. Und er zuckt. Eine ausgeglichene erste Runde nach meinem Geschmack. Für Alexander Sascha Dimitrenko war es womöglich das Allerwichtigste hier überhaupt mit dabei zu sein. Michael Timm, sein Trainer, redet ruhig auf ihn ein. Insgesamt 9 Boxer hat der 48-Jährige zum Weltmeister gemacht. Dimitrenko ist noch nicht so weit, aber aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen, also 2,1 Meter groß, gestern mit 114,7 Kilo gewogen, also rein anatomisch passt er auf den Planeten Klitschko in Schwergewicht. Das hier ist eine andere Sportart, bisschen gehalten. So, und da sehen Sie, da ist Sosnowski ganz nah dran und dann wird es
für Dmitry Ngoeng. Es ist eine interessante Auseinandersetzung. EM-Kampf würdig. Kosnowski ja der ursprüngliche EM-Titelinhaber, hat dann allerdings den Gürtel niedergelegt, um Herausforderer für Vitali Klitschko sein zu können. Daraufhin hat Dmytrenko im Juli 2010 den Ukrainer Zawarodny geboxt und geschlagen durch technischen K.O. in der fünften Runde. Und seitdem ist er Titelinhaber. Er boxt zum ersten Mal als deutscher Staatsbürger. Seit November die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Rechte hat gesessen und die zeigt Wirkung. Da muss Kosnowski sofort ran und klammern. 1, 2, 3, 4 mal tief durchatmen. Herr Kosnowski in der Vorwärtsbewegung, aus der Ringmitte heraus. Dmytrenko wartet und guckt. Und bringt die Linke. Und bringt sie zweimal. Genau wie Tim gesagt hat. Zweimal die Linke vorbereiten. Und auch die geht wieder durch die Deckung. Deckung von Kosnowski, ein fragiles Gebilde. Fäuste hängen schon ein bisschen. Er versucht sie klein zu machen, um dann ranzuspringen. Versuch eines Aufwärtshakens. Leicht gewischt. Jetzt ist Dmytrenko mehr und mehr Schilf im Ring. Auch der Aufwärtshaken trifft. Kosnowski auch mit zweien. Nichts passiert. Beide wieder hoch. Halten, ziehen und wenn dann zwei LKW aneinander ziehen, dann geht schon mal runter. Beide stehen wieder, 40 Sekunden noch in dieser zweiten Runde. EM-Titelkampf auf 12 Runden angesetzt. Linke zum Körper, rechte zum Kopf, rechte fliegt vorbei. Dmytrenko bereitet mit der linken vor und vollendet mit der rechten, das ist schulmäßig. Auch mit der linken trifft er wieder. Kosnowski versucht sich irgendwie in die Ringpause zu retten. Auch da wieder ein guter Haken, gute Kombination. Also während man in der ersten Runde noch drüber diskutieren kann, wem man die Runde gibt, diese zweite geht an Alexander, genannt Sascha Dmytrenko. 31 Kämpfe absolviert, 30 Siege, 20 durch K.O. K.O.-Quote liegt bei 64,5%. Auch den Luxus gönnen wir uns, oder können wir uns gönnen bei Bild.de. Wir gucken mal genau auf die Nummer 3. Das ist das Nummern-Girl. So. Hier nochmal der Aufwärtshaken, der trifft. Dann ein wilder Kosnowski. Ein wenig strukturierter Kosnowski. Und dann ziehen sie beide und es gehen beide zu Boden. Und dann geht es weiter. Ansonsten setzt Alexander Dmytrenko hier exakt das um, was Michael Tim sagt. Rechte zum Körper. Und schon sinkt die Deckung runter. Es ist ein verbissen geführter Kampf. Kosnowski will was zeigen. Er will sich zurückmelden nach der Niederlage gegen Vitali Klitschko, die nochmal aller Ehren wert ist, weil er 10 Runden dabei war, durchaus auch geschlagen hat. Da haben wir ganz andere Beispiele gesehen in den letzten Wochen. Den letzten Kampf gemacht am 25. September. Albert Kosnowski gegen Paul Butlin. Gewonnen durch technischen K.O. in der ersten Runde.
wenn Dmytrenko Zeit hat, sich zu stellen, wenn er die Distanz findet, dann ist er schwer zu treffen. Sosnowski muss was tun, um an den Gegner ranzukommen. Immer wieder gibt es von außen viele polnische Fans übrigens in der Halle. Auch hier direkt hinter mir. Ich meine, Presja, Presja. Ich könnte mir vorstellen, dass das so viel heißt wie macht Druck. Das ist so eine Sache. Diese Rechte ist gefährlich, auch wenn sie drüber fliegt. Pass auf den Kopf auf, sagt Massimo Barovecchio. Auf Verzagen. Dmytrenko präsentiert das komplette Portfolio und das muss er. Rechte auf die Decken, wieder ein Aufwärtshaken. Rechte fliegt vorbei. Mal wieder klammern. Das sind dann die kleinen Fußnoten. Aufwärtshaken trifft. Muss den Dmytrenko mal kurz den Mundschutz rausschieben. Und dann wieder klammern. Es ist die Königsklasse in dieser Sportart. Und es soll keiner sagen, die Zuschauer kämen hier in den ersten drei Runden nicht auf ihre Kosten. Heute trifft. Mann, oh Mann. Wir sind in der Ecke von Albert Sosnowski. Seiner Jugendschwimmer, Fußballer, Fechter, Ringer. Erst mit 19 über seinen Bruder überhaupt zum Boxen gekommen. Sein Kampfnamen The Dragon hat per TV-Abstimmung erhalten. Ein absoluter Medienliebling in Polen. Sehr präsent in polnischen TV-Talkshows und Kochsendungen. Hat Big Brother mitgemacht und er ist ein Pokerspieler. Also er kann so gucken, dass ihm keiner in die Seele blicken kann. Dmytrenko versucht's. Weltrang ist ein 15. Albert Sosnowski, die Nummer 33, Alexander Dmytrenko. Vierte Runde. Linke von Sosnowski gewischt. Also mit der rechten und die linke trifft, da ist ihm Sosnowski was reingelaufen. Wieder durch die rechte, dann trifft die linke. Und dann kriegt er wieder Distanz, das Gefühl. Aber Sosnowski, das sehen Sie immer wieder, wenn Dmytrenko ansetzt, die Deckung fallen zu lassen, dann springt er ran. Es ist manchmal wild, aber es ist sauber. Linke von Dmytrenko. Und dann geht er zu Boden. Wieder umgerissen vom Polen. Das war so ein Tick Revanche für das, was Dmytrenko vorhin gemacht hat. Rechts auf die Decke. Linke im Ziel. Sosnowski schlägt vorbei. Und wieder halten. Da ist Barovecchio jetzt vorgewarnt. Also auch der Ringrichter Massimo Barovecchio hat hier ein hartes Stück Arbeit.
Und wieder klammert er. Dritte oder vierte Mal, dass Dimitrenko da den Kopf von Albert Sosnowski unter die Achselhöhle klemmt. Linke trifft. Ja, Sosnowski macht das jetzt richtig. Arm ausgestreckten Arm. Dann hat Dimitrenko am ausgestreckten Arm. Dann hat Sosnowski keine Chance. Rechte trifft. Da schlägt er nochmal nach und entschuldigt sich sofort. Barovecchio macht das unaufgeregt. Rechte trifft. Ja, schöne Kombination. Zweimal die linke, dann die rechte. Und Sosnowski muss halten. Eine Dimitrenko-Runde. Nummer 5. Und hier nochmal. Also da wird Buxen zur Arbeit. Und haben schon drüber geredet, Sosnowski in der frühester Jugend. Auch ein Ringer. Das führt dann zum Tragen. Die Ecke mit Michael Timm, Jurastudent Alexander Dimitrenko. Also ein Sportler mit ja, durchaus akademischem Ansatz. Auch hier steht er den Vergleich zu den Klitschkos. Die Frage ist, steht er es auch inhaltlich? Auf die Deko. Von Dimitrenko. Sosnowski schlägt zwei, dreimal vorbei. Und da ist so viel Dampf dahinter. Auch das tut weh. Auch vorbeischlagen tut weh. Da schlugen beide. Dimitrenko für einen Moment offen und dann kommt die linke von Sosnowski. Der Boxer mit dem Pokerface. Dimitrenko lässt die Deckung hängen. Sosnowski schlägt vorbei. So, und Dimitrenko gewinnt ein bisschen an Sicherheit. Das sieht man auch da, dass er daran, dass er versucht, ein bisschen Männchen zu machen und trifft. Weil er sich's leisten kann jetzt. Sosnowski zum Körper, um Dimitrenko die Luft zu nehmen. Aber wirkt gut trainiert. Alexander, Sascha, Dimitrenko. Vorbereitung, ja, immer ein bisschen Problem bei ihm. Mal übertrainiert in den Kampf gegangen, aus seiner einzigen Niederlage. Im Juli 2009 hat man ihm das nachgesagt gegen Eddie Chambers. Das war ein Eliminator für den Klitschko-Fight. Also für Dimitrenko hat dann Chambers sich die Prügel abgeholt. Linke trifft von Sosnowski. Also wenn er hier und heute seinen Titel verteidigt, dann geht er einen weiteren Schritt in Richtung WM-Kampf. Aber Sosnowski ist ein hartes Stück Arbeit. Die rechte, die linke.
rechte wischt. Immer wieder das Zeichen von Bari Barovecchio. Richter in die Ecke von Albert Sosnowski, das ist der Trainer Fjodor Lapin, der immer wieder reinschreit. Michael Timm bei Dimitrenko doch eine ganze Ecke ruhiger und gelassener. In der fünften Runde hatte sich die Sicherheit geholt. Hier sehen wir die Rechte, die trifft. Aber sobald er anfängt, Spektakel zu machen, wird er getroffen. Zweimal die Rechte von Sosnowski und die Linke und nochmal die Linke. Immer wieder zu sehen, sobald Dimitrenko seine Linie verlässt. Also man könnte auch sagen, an Selbstsicherheit gewinnt, ist er fehleranfällig und Sosnowski weiß das auszunutzen. Dimitrenko muss die Distanz halten und er muss die Temperatur behalten. Da muss Sosnowski die weiten Wege gehen und irgendwann wird sich das bezahlt machen. Oder kann sich das bezahlt machen. Haben es gerade gut gesehen, da muss dann Sosnowski ranspringen. Und das kostet viel Kraft. Linke von Dimitrenko, einmal, zweimal. Jetzt hat er wieder die Distanz. Jetzt kann er die Führhand bringen. Leuchte zum Körper. Möchte auf die Decke. Sosnowski ist nah dran. Und wieder klammern. Beide in die neutrale Ecke und die Ermahnung an die Ecke von Sosnowski. Da würde mich mal interessieren, inwieweit Barovecchio da versteht, was da auf Polnisch reingerufen wird. Weiß nicht, ob er da unflätige Bemerkungen hat. Oder vielleicht spricht er ja Polnisch. Man weiß es nicht. Sosnowski trifft. Dimitrenko bleibt stehen. So, jetzt hat er wieder die Kampfmitte, die Ringmitte. Und dann bringt er die Rechte und es wird fürchterlich für Sosnowski. Zweimal, dreimal. Sosnowski ist offen. Sosnowski klingelt. Sosnowski will nur noch in die Pause. Dimitrenko könnte verpacken und ein Schleifchen dran binden. Linke kommt als Aufwärtshaken. Und wenn Sosnowski in dieser Runde 1 erreicht hat, dann, dass er hier noch sitzt. Eine klare Runde für Alexander Dimitrenko. Das war der gute Sosnowski. Auch hier in dieser Szene
und dann kommt der sehr gute Dimitrenko. Die rechte trifft, die linke ist voll im Ziel. Und dann sieht Sosnowski schon nur noch rosa Elefanten und duckt sich irgendwie und versucht es irgendwie über die Zeit zu bringen. Mit dieser siebten Runde beginnt die zweite Kampfhälfte. Also jetzt können wir sehen, wie viele Körner in der Vorbereitung gemacht wurden. Jetzt müssen sie den Tank leer fahren. Sosnowski ist noch da. Er ist noch da. Er hat die Minute genutzt. Wie man das nennt, aktive Erholung. Hat Nehmerfähigkeiten bewiesen. Und im Boxen ist das nicht nur eine Fähigkeit, sondern durchaus auch eine Qualität. Da muss man ein bisschen was abkönnen. Insbesondere dann, wenn die Leistungsunterschiede nicht so groß sind. Und das ist er. Ist so gewesen in diesen ersten sechs Runden. Weil Dimitrenko nach Punkten ganz hier vorne liegt. Aber auch Sosnowski hat Treffer gelandet. Linke von Dimitrenko. Und linke von Sosnowski und rechte und linke. Und wieder geht es in die Seile. Zwei Bulldozer fahren aufeinander los. Minute noch in dieser siebten Runde. Aufwärtshaken, linker Aufwärtshaken von Dimitrenko. Wabert vorbei. Sosnowski streicht mit der linken, schlägt mit der rechten vorbei. Länge von Dimitrenko. Schön aufgezogen von Dimitrenko. Schöne Linke von Dimitrenko. Sosnowski schlägt Dimitrenko am Boden. Und mit dem Gong, da müssen wir nochmal genau drauf gucken, ob Dimitrenko da tatsächlich weggerutscht ist. Beziehungsweise ob Sosnowski getroffen hat. Also, er sieht mitgenommen aus, Alexander Dimitrenko. Und diese siebte Runde war doch mehr als aktive Erholung von Albert Sosnowski. Wenn sie das nehmen zu können, auch eine Qualität ist. So, er hält ein bisschen und trifft ihn zweimal mit der linken. Gute Aktionen aber auch von Alexander Dimitrenko. Enge Runde, ausgeglichene Runde. Dimitrenko hier möglicherweise mit dem Glück eines Europameisters, dass Paolo Vecchio hier nie angezählt hat. Wieder zweimal so schnell geht's um Körper. Jetzt geht's um die Körner. Auch Dimitrenko wurde
hier zu seiner Titelverteidigung. Befragt zum Rahmen vor allen Dingen. Er sagte, für mich ist es so wichtig, dass ich den Titel verteidige. Nicht wo und in welchem Rahmen und in welchem Umfeld. Kubitschenko, ein tiefgläubiger Mensch. Ein guter Mensch, so sagen die Leute, die ihn gut kennen. Die gleichen sagen, möglicherweise zu gut fürs Boxen, fürs Profiboxen. Er zeigt was anderes heute. Das nochmal ein psychologisches Gutachten in aller Bescheidenheit unterstellen wollen, kann man sagen. Wieder klammern, wieder halten. Kosnowski trifft nach wie vor. Kosnowski zum Körper. Klinke von Sosnowski trifft. Kubitschenko zweimal mit der Linken. Trifft zweimal. Sosnowskis Deckung hängt. Aber auch die Deckung von Kubitschenko nur noch ein Schatten vergangener Runden. Auf Erzhaken trifft von Kubitschenko. Und er zeigt unbedingt Wirkung. Rechte trifft. Linke fliegt vorbei. Aufwärtshaken kommt durch. Unten einmal durch den Garten. Es ist ein guter, es ist ein unterhaltsamer Kampf. Vielleicht sagen die Techniker, sie kämen ein bisschen zu kurz. Aber die Zuschauer kommen hier voll auf ihre Kosten. Für die Techniker unter Umständen ein bisschen zu wild. Anfang dieser achten Runde, da geriet er kurz in Bedrängnis. Alexander Kubitschenko. Aber beide beweisen jeweils Comeback-Qualitäten. Beide sehen arg ramponiert aus. Noch immer würde ich punktemäßig Vorteile bei Alexander Kubitschenko sehen. Auch wenn man die letzte Runde durchaus für Sosnowski geben kann. Aber wir wissen, dass es im Boxen üblich ist. Bei engen Runden geht es im Zweifel an den Titelinhaber. Das ist wie so eine Art ungeschriebenes Gesetz. Aber jeder weiß das. Möchte von Kubitschenko trifft. Menge trifft. Er ist noch gut auf den Beinen, Alexander Kubitschenko. Links-Rechts-Kombination. Linke zum Kopf. Das müssen wir Ihnen eigentlich mal zeigen, wie hier die Ecke von Sosnowski hier steil geht. Das ist 4 oder 5 Meter von mir. Die drehen völlig am Rad. Die machen jeden Schlag mit.
Hier der Cutman hat sogar pausenlos die Deckung oben. So, jetzt allerletzte Verwarnung, ne, ist schon nicht mehr, von Massimo Barovecchio. Es ist nicht der Trainer, es ist einer aus der Delegation, der raus muss. Aus der Sosnowski-Ecke. Zweimal die linke von Dimitrenko. Aufwärtshaken sitzt. Und Sascha Dimitrenko. Aber auch die rechte von Sosnowski kam da wieder durch. Linke zum Körper. Schöne Kombination. Volltreffer mit der rechten von Dimitrenko. Sosnowski pumpt, aber er bleibt stehen. Eine Dimitrenko-Runde. Letztlich doch. Mit dem Kühleisen wird er bearbeitet. Albert Sosnowski. Und sein Trainer redet auf ihn ein. Der das Kühleisen hält, das ist der, der hier beide Hände dauerhaft zur Deckung oben hat. Und immer wieder schlägt. Im Grunde schlägt die ganze Ecke. Da hat man es gut gesehen, die Reichweitenvorteile. Sosnowski zu kurz und Dimitrenko kann versenken. Profi seit 2001, Alexander Dimitrenko. Vorher 65 Amateurkämpfe bestritten, Juniorenweltmeister im Superschwergewicht geworden 2000, Juniorenweltmeister im Schwergewicht 2005. Schlägt vorbei. Immer wieder springt er hin und klammert. So, 5 Sekunden Stehbluss, weiter geht's. Dimitrenko mit der linken. Ist noch geschlägt vorbei. Ich denke, wenn Dimitrenko ins Ziel kommt, dann gewinnt er diesen Kampf. Und stimmt, was uns von den Punktrichtern übermittelt wurde. Für Dimitrenko mit 4, 3 und eine Runde vorne jeweils. Gute Aufwärtshaken mit der rechten. Also Alexander Dimitrenko schlägt einen Tick variabler. Die Größenvorteile und die Spannweitenvorteile sind tatsächlich welche bei Alexander Dimitrenko. Rechte trifft, Sponsor fällt von der Hose ab. Alles unerheblich in dieser Phase. Linker Haken zum Kopf. Ja.
Und wieder wird Dimitrenko zu Boden gedrückt. Und er lässt sich Zeit, Alexander Dimitrenko, weil die Uhr arbeitet für ihn. Die Faszination Schwergewicht lebt natürlich auch von der Tatsache, dass ein Schlag per sofort alles verändern kann. Und dass Usnowski den drin hat, ich denke, das haben wir gesehen. So oder so entscheiden, diese 10. Runde. Da können Sie mal sehen, wie spannend Schwergewichtsboxkämpfe sein können, die sich so knapp unter Klitschko befinden. Da geht die Linke durch. Und Usnowski sofort, zieht sofort die Augenbrauen hoch und sagt, ich bin klar. Dann kommt der Aufwärtshaken, dann klammert er, um zwei, dreimal zu atmen. Das ist spektakulär. Die letzten beiden Runden. Usnowski hat nochmal ein gezieltes Höhentrainingslager absolviert. Und als wollte das beweisen, wie viel Sprit er noch im Tank hat, geht er diese 11. Runde an. Höhentrainingslager in Wisła, die Heimat auch vom polnischen Skispringer Adam Malisch. Nicht halten und schlagen. Dimitrenko so ein bisschen mit Bleib mir weg Geste. Nicht halten, nicht ziehen. Die polnische Ecke applaudiert. Der Dragon ist voll im Thema. Sascha Dimitrenko wirkt müde. Und just wo ich das sage, bringt er eine Linke ins Ziel. Rechte von Sosnowski fliegt vorbei. Und die kommt ansatzlos. Und wieder klammern. Zweimal schlagen und klammern. Linke fliegt vorbei. Linke angetäuscht, linke ins Ziel. In Runde 11. Sosnowski trifft mit der rechten. Und wieder halten. Und wieder atmen.
Es gibt eine Verwarnung gegen Dimitrenko. Wegen Halten. Also diese 11. Runde ist eine sichere Sosnowski-Runde damit. Wenn das gerade eben von den Punktrichtern richtig übermittelt wurde, dann kann Dimitrenko sich diese verlorene Runde, diese verlorene 11. Runde leisten. Getrifft. So, gerade eben hat Sosnowski schon das Zeichen aus der Ecke bekommen. Geh auf den K.O. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, geh auf den K.O. Bushido mit Delegation ist übrigens gerade eben hier in die Halle gekommen, sitzt direkt hier hinter uns. Letzte Runde. Von Sosnowski gibt es aller Voraussicht nach nochmal Rock'n'Roll. So, hier sehen wir es wieder, hält er. Und dann hat Borovecchio genug und gibt die Strafe für Alexander Sascha Dimitrenko. Die letzten 3 Minuten. Ein spektakulärer Boxkampf. Ohne Wenn und Aber. Sosnowski geht alles oder nichts. Er weiß, dass er ein bisschen mehr bringen muss als der Titelinhaber, wenn er diesen Kampf gewinnen muss. Dass er aller Voraussicht nach Alexander Dimitrenko K.O. schlagen muss. Wieder hält Dimitrenko. Rechte trifft. Von Sosnowski. Rechte von Dimitrenko trifft auch. Hinterlässt allerdings wenig Wirkung. Es könnten lange 2 Minuten werden für Sascha Dimitrenko. Obertagen geht vorbei. Im Grunde müsste er versuchen, sich Sosnowski vom Leib zu halten. Aber er schlägt weiter und er macht weiter mit. Und er geht Risiko und schlägt Sosnowski K.O. Der Kampf ist aus. Alexander Dimitrenko ist alter und neuer Europameister. Und Sosnowski hat das Bewusstsein verloren. Und hat die Zunge verschluckt. Die Ärzte sind sofort da. Die beiden Ringärzte, Dr. Volker Carrero und Dr. Christoph Götz. Sosnowski liegt nach wie vor. Die Ärzte sind bei ihm und das ist jetzt die wahre Dramatik. Wir haben einen großen Boxkampf gesehen, aber das braucht kein Mensch. Und deshalb ist das hier alles auch vergleichsweise verhalten, was sich hier unter den 500 abspielt. Dimitrenko ist in der 12. Runde volles Risiko gegangen und ist belohnt worden. Er schlägt Sosnowski schwer K.O.
Er hat es allen gezeigt. Alle, die in ihm einen Schauspieler sahen. Die ihm das nicht abgekauft haben, dass es da eine Magenverstimmung gab. Sosnowski nach wie vor regungslos. So, das war der Schlag. Die Linke bereitet vor. Einmal, zweimal. Da muss er selbst noch mal kurz schlucken. Dann ist die Deckung weg. Ein Aufwärtshaken. Und dann haut er mit dem Hinterkopf auf den Ringboden. Achten Sie noch mal drauf. Rechter Aufwärtshaken. Sosnowski ist wieder da, das kann ich Ihnen sagen, während wir diese Bilder sehen. Er bewegt sich. Es wird ihm ein Stuhl gebracht, voll mit dem Hinterkopf nach hinten geknallt. Ich bin mir nicht sicher, ob er realisiert, wo er sich im Moment befindet. Die Beine knicken nach wie vor weg. Er hat hier Großes geleistet. Ohne jeden Zweifel. Das ist dann die Faszination Schwergewicht. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Dimitrenko vorne war auf den Zetteln der Punktrichter. Aber so macht er natürlich alles klar. Sein 21. K.O. in seinem 32. Kampf. Also hat weiter an der K.O.-Quote gearbeitet. Unter anderem auch die Karriere von Luan Krasicki beendet, auch durch K.O. in der dritten Runde 2008. Luan Krasicki, der ja eigentlich sein Comeback schon geben wollte, aber dann auch wegen Krankheit es verschieben musste. Eine Niederlage, die gegen Eddie Chambers. Uha, und Sosnowski guckt nach wie vor sehr monothematisch. Dr. Christoph Götz testet die Reflexe bei Albert Sosnowski. Der reagiert nicht wirklich. Trage kommt, nur das Wagen ist vorgefahren. Sosnowski steht. Das ist die beste Nachricht seit Minuten. Weil er Erhebliches zu diesem großen Kampf beigetragen hat. Meine Damen und Herren, und hier das offizielle Urteil. Sieger durch K.O. in der 12. Runde nach 1 Minute und 38 Sekunden aus Hamburg, Alexander Dimitrenko. Damit
alter und neuer Europameister. Bitte einen Riesenapplaus für unseren Gast aus Polen, Albert Sosnowski. Er kann ohne Hilfe gehen, Albert Sosnowski. Und der Rettungsdienst fährt jetzt die Trage wieder raus oder gehen sie auf Nummer sicher? Also wird mit Sicherheit zur Überwachung in ein Krankenhaus kommen. Weil der letzte war fürchterlich. Aber Dmytrenko hat viel riskiert und viel gewonnen. Jetzt